Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Anno 2205. Unsere Arbeitskräfte steigen an. Ich weiß nicht, ob wir damit... Wichtigen Gast hatte ich schon lange nicht mehr. Was möchten Sie von mir? Ich glaube, wir sind auch jetzt nicht alle eingezogen, weil die hier natürlich teilweise auch keine Informationen haben. Dann sind wir doch einfach mal so clever und setzen denen eins hier hin. Dann ziehen die auf jeden Fall hier voll ein. Nach Hause zu folgen. Auf 20. Aber das macht mir nichts aus. Vielleicht hilft uns das ja. Wie gesagt, auf deren Bedürfnisse werde ich jetzt gerade mal nicht schauen und ich werde das wahrscheinlich auch gleich wieder abreißen, wenn wir hier mit der Quest durch sind. Machen wir das dann am blödesten. Na komm, das reicht aber bestimmt noch nicht, ne? Ja. Keine Verkehrsanbindung. Ach, erzähl mir doch nicht. Darauf wäre ich absolut nie gekommen. Ich weiß, dass wir hier gerade echt rumkleckern. Siemens International ist eine der am schnellsten wachsenden Firmen der Welt. Und das ist kein Wunder. Der wächst hier die ganze Zeit lang mit uns mit, ne? Der Arsch, entschuldigt. Ja, es liegt auch daran, dass wir ja wirklich relativ wenig Häuser gerade bauen. So, wenn der hier auf 2500 springt. Output von Transferrouten bei null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Was er natürlich nicht tut. Willkommen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ah, wer hätte das erwartet? Zu wenig Biokost. Dagegen können wir noch was machen. So. Dann wollen die tatsächlich schon wieder so ein Logistikding da haben. Okay. Wahrscheinlich ist Wasser auch gerade nicht so prall. Das könnte man nochmal upgraden. Minus 1. Ist zumindest jetzt nicht so schlimm. Oh, das reicht nicht, ne? So eine Rotzekacke. Ich will hier gar nicht so viele Häuser haben. Und wenn, dann will ich das woanders nochmal hinbauen. So. Ich hab was. Komm. Put, 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 put. Schlürfe ich doch glatt mal ein bisschen Tee. Wunderbar. Aber ehrlich gesagt, ziemlich knapp und ziemlich dolle knapp. Weswegen ich jetzt noch nein, zumindest ins Wasser hinbaue. Sonst sinken die mir hier wieder so schnell. Scheiße, ist es wieder weg. Warum? Ach, wahrscheinlich, weil jetzt hier natürlich auch noch Leute arbeiten. Oh, ich werde irre. Hey, ich kann Häuser bauen, so viel ihr wollt. So. Da fehlt eine Straße. Kriegen wir auch noch hin. Nein, dort gibt es keine Straße. Sorry, Freund. Fällt aus wegen Bodennebel. Gut, wir sind drüber, wir sind jetzt auch mal gut drüber. Und... was machen wir denn da jetzt vor Schreck? Wir sind aber hiervon auch immer noch total weit entfernt. Wir hatten ja in der anderen Region haben wir
müssen wir ja 50.000 Bilanz halten. Was echt nicht einfach ist. Hier fehlen Neuroimplantate. Die würde ich eigentlich auch gerne hier drüben bauen und darüber verschiffen, aber wieso mache ich das nicht? Hier müssen wir 50.000 erreichen. Was haben wir denn hier als Quest offen? Sehe ich so nicht, ne? Ach, wir gehen einfach mal kurz in den Mond schnuppern. Ich mal bin gucken. Immer unterwegs und versorge die. Ach so, Sauerstoff, genau, das könnten wir machen, die Quest. Sie möchten das auch tun? Dann handeln Sie mit mir. Und hier oben hatten wir ja auch ein Energieproblem und ein Intelliver-Problem und eigentlich wieder mal total viele Probleme, wie immer. Wir könnten jetzt aber, glaube ich, einen Fusionsreaktor nochmal dran setzen. Output von Transferrouten bei Null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Was ist denn bei dir? Warum hast du keinen Schutz der Schilde? Achso. Weil wir dich jetzt verlängert haben, ja? Okay, das... Warnung. Energienetz überladen. Ja, ich bin gleich soweit. Da setz ich ihn hin. So, wunderbar. Entschuldige, ich bin irgendwie nicht auf dem neuesten Stand. Wie sieht's aus? Ich habe immer noch keine Lust, mit dir rumzueiern. Wir brauchten ja Sauerstoff, genau. Hier könnten wir upgraden und wir könnten die mal darüber ziehen. Nein, wir lassen die einfach da, oder? Wie viel kostet denn das? 3.000 im Unterhalt. 3.000 im Unterhalt ist echt Asche. Und wir haben noch genug Arbeiter. So, wie sieht es denn sonst hier so oben aus? Ich glaube, ziemlich scheiße, um es mal so zu sagen. Verbrauch 1, Export minus 13. Es geht eigentlich, hm? Essen haben wir genug, Sauerstoff haben wir genug. Eiskalte Händchen. Fusionszellen, das heißt, wir könnten sogar noch mehr ranklatschen. Koordinaten bestätigt. Hier, Container nehmen. Und dann hier einmal zurück. Wie viel haben wir denn hier noch? 3 von 5. Ist aber auch erst die zweite Stufe, ne? Die dritte Stufe kommt erst noch. Oh Gott. Die dauern halt wirklich lange. Und ich weiß halt auch nicht... Die ersetzen ja so ein bisschen auch den Monumentbau aus den alten Anno-Teilen. Und ich muss zugeben, irgendwie tun sie das nicht. Also irgendwie finde ich das nicht so befriedigend, als ja, als wenn ich halt früher diese riesen Monumente da vor mich hingezimmert hatte und dann das ja wirklich ewig gedauert hat und Ressourcen geschluckt hat ohne Ende. Ich weiß es nicht. Ist da irgendwie nicht so ganz meins. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Das ist es halt auch nicht, aber Virgil Drake mag uns einen Schritt näher gekommen sein, aber Sie sind ihm mehr als einen Schritt voraus. Ja, weil ich so super bin. Wir können jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. So. Das kriegen wir auch hin. Das ist wieder eine Warteaufgabe. Koordinaten bestätigt. Und wir könnten jetzt halt noch mehr Energie von hier. Von hier. Wir machen jetzt hier ordentlicher Plus. Wir haben genug zu essen. Das heißt, wir könnten die Energiegeschichte... Wir haben hier eine Energietransferroute. Die geht hier runter.
Ach, hier haben wir jetzt auch wieder genug, oder wie? Das war wirklich weiter oben so wenig. Oder was? Verstehe ich nicht. So, gehen wir mal ruhig auf 2000 plus, würde ich sagen. Sollte erstmal hier so in etwa reichen. Objektprofil wird aktualisiert. Ja, und hier hätten wir jetzt eigentlich nur noch warten. Viel mehr will ich jetzt hier gar nicht machen. Brauchen wir noch ein paar Händchen und so? Ich weiß es nicht. Ich mache hier so Mondeis, ist okay. Das sind die seltenen Erden. Und hier haben wir halt auch noch Solardinger. Die, wie viel Strom machen die? Achso, die haben wir abgeschaltet. Haben wir alle schon abgeschaltet? Wir hatten ja, glaube ich, zwei. Eins haben wir offensichtlich sogar schon abgerissen. Ach, Mist. Ah, doch, alles gut. So, denn großer Shit-Generator, Helium 3, seltene Erden. So, und seltene Erden, dafür bräuchten wir halt unser eiskalten Händchen. Könnten wir wieder ein paar bauen? Energiewartung. Könnten wir auf jeden Fall noch ein bisschen Energie sparen, ne? 400 ist ja auch Energie. Machen wir nicht alle, sondern so, dass es da oben hübsch passt. Huch, falscher. Der da. Ne, also, Energie ist Energie. Soll man ja nicht unterschätzen, den Trödel. Und jetzt frage ich mich gerade, was passiert, wenn ich da einen großen hinsetze. Damit es schön aussieht, damit man den da wegnehmen kann. Wie sieht es denn eigentlich so aus mit Händchen? Händchen haben wir hier unten ja auch noch nicht, ne? Mond, Händchen. Minus 6, minus 2. Also wir können auf jeden Fall noch ein paar Händchen herstellen. Machen wir das mal. Das ist ja auch, glaube ich, so die große Ressource, die vom Mond kommt. Also das ist ja... Dafür braucht man halt richtig Platz, ne? Seht's ja. Und viel gebracht hat es jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Den da würde ich halt gerne jetzt irgendwie umsetzen. Was passiert, wenn ich jetzt hier einen großen hinstelle? Das geht. Dann machen wir da einen großen hin. Und schmeißen das hier an. Damit hätten wir jetzt plus 7. Reicht das denn schon? Händchen? Nee, nicht ganz. Dann bauen wir halt noch einen. Wir können ja zumindest eine so eine nur bauen. Dann haut's ja hin. Nee, natürlich eine Straße auch noch ransetzen, das soll auch helfen, habe ich gehört. Und dann machen wir einfach mal eine Handelsroute, beziehungsweise passen unsere Handelsroute an. Routenübersicht. Sagt mal, habe ich keine Handelsroute? Die da runter geht? Doch, hier. Plus, minus 0 bitte. Oh. Bestätigen. Verarbeite Informationen. Und dann hätte ich noch eine neue Transferroute, die dann hier bitte... Aber wartet mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz, was mich jetzt mal interessiert. Also wir zahlen jetzt ja für diese Route hier 3000 Unterhalt. Macht es nicht Sinn? Das macht ja eigentlich keinen Sinn, jetzt nochmal eine Route zu erstellen, sondern das nach da zu verschuppeln, oder? Von hier nach da. Weil ich natürlich sonst hier nochmal 3000 Unterhalt zahle. Das ist ja natürlich Quatsch. Wir holen das hier einmal runter. Hier die vollen, so. Und machen dann eine neue Transferroute von denen nach da. Und dann machen wir das so. Es kommt auf jeden Fall günstiger. Jubi.
Ich denke schon. So ist es mit Sicherheit besser. Und ja, wir haben hier halt noch irgendwelche Routen, die super, super schlecht hier gerade laufen. Wir sagen, solange das da oben tickert, gehen wir hier mal wieder zurück. Schauen mal, was hier unsere Quest macht, in der Hoffnung, dass die durch ist. Gott sei Dank. Und während er lädt, mache ich hier einen kleinen Schnitt und danke euch fürs Zuschauen. Bis bald.